Willkommen zurück, Unterhosen. Ja, so kannst du es auch machen. Oh, die Musik. Ja. Die ist jetzt gerade etwas... Dass ihm das nicht aufgefallen ist. Er hat die ersten drei Töne gehört und hat gedacht, die nehme ich. Ja, das ist Donkey Kong. Scheißegal, was ihr sagt. Ach, Leute. Gibt es eigentlich auch Donkey Kong Hacks? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen gesehen. Mit ganz viel Glück. Ja! Oh, war das Dusel. Es ist machbar. Ja. Wenn auch sehr knifflig. Mhm. Das war's. Ja. Weißt du doch schon wieder kotzen. Es ist halt wirklich witzig, wenn in dir drin dieser Bullet Bill spawnt. Kannst auch nicht mehr viel machen, das ist es ja. Ja, versuche über die Star Road zu gehen. Ja. Zumindest, dass ich in der Eiswelt wieder rauskomme. Mhm. Nee, es ist unbeschreiblich. In dir drin spawnt halt dieser Bullet Bill und du kannst nichts tun. Das stimmt. Ich glaube, den unteren musst du nehmen, oder? Ja, den unteren musst du nehmen. Okay. Special Level 4. Nein, nein. Nein. Special Level 4 kommt vor 3. Jetzt okay. Hast du im letzten oder vorletzten Part schon. Stimmt. Ja, stimmt. Da war was. Ist es halt unbeschreiblich. Du hast 2 Power-Ups, glaube ich. Ja, ich habe 2. Ist halt unbeschreiblich, Leute. Wisst ihr, das spawnt der Bullet Bill in euch drin. Also, du musst schauen, dass du. Du musst schauen, dass du direkt nach vorne springst. Aber nicht so. Oder doch? Es hätte funktioniert, wenn der Bullet Bill nicht da gewesen wäre. Na super. Ist halt die Frage, was machen wir? Ach, ja. Komm schon! Pass auf, jetzt springt der gleich wieder drüber. Bin ich blöd. Ach, es ist herrlich. Es ist herrlich. Bin ich einfach nur blöd. So Leute, hier mein Vorschlag an euch. Sucht euch mal die Top 5 der schwersten und asozialsten Level aus dem Hack raus. Ich mache eine Compilation. Oder so. Die Top 5. Ihr müsst sie uns raussuchen. Die Arbeit übernehme ich jetzt auch nicht auch noch. So fies, ne? So fies. Gerade noch so. Ja, es spawnt halt immer irgendwas in dir drin. Du hast null Chance, hier... Was? Okay. Are you fucking serious? Nee, I'm serious black. Tschüss. Können wir schon wieder vergessen. Was macht ihr denn da unten? Er chillt seine Base. Es ist nicht mehr schön, dass dieses Level so dermaßen verbuggt ist. Ich meine, er hat doch bestimmt Probe gespielt. Wenn er Probe Sollte gespielt er. Hat, dann muss er sehen, dass es so nicht geht. Na super. Ja, du. Immerhin hast du getroffen. Wenn ja wenigstens ein zweites Power-Up hier kommen würde. Es ist halt nur ein Power-Up im ganzen Spiel. Also hier, im ganzen Level. Komm schon. Komm runter, du Arschloch. Oder auch nicht. Das gibt's nicht. Ich hätte sowieso nicht mehr geschafft. Du musst mit einem Power-Up zu dem Boss rein. Anders schaffst du es nicht. Ich werde auch, sobald ich beim Boss bin, ich werde sofort hoch zu ihm gehen. Egal, ob ich getroffen werde, weil den unteren, den kriegst du. Den kriegst du definitiv. Allein, weil du oben schon einen Platz zum Ausweichen hast. Ja. Er kommt einfach nicht runter und sobald du klein bist, kannst du das knicken. Geht nicht mehr. Es geht nur, wenn du den Boss, also beim Boss oben den dummen Hammerbruder zuerst kriegst. So, und wenn du jetzt Glück hast und nicht in den Bullet Bill springst, hast du es. Oder auch nicht. Nein, es war so knapp schon wieder. Es war so fucking knapp schon wieder. Komm her. Verpiss dich.
Jetzt. Das ist das einzige Problem an diesem Level hier. Du darfst kein Power-Up verlieren. Tust du das, kannst du es vergessen. Eigentlich schon knicken. Du brauchst am Ende, wenn du gut bist und Glück hast, zwei Power-Ups. Mit einem wird's knapp. Du musst mit einem bis zu der Röhre kommen. Sonst hast du verschissen. Verschissen, einfach verschissen. Verschissen ist das richtige Wort. Und hier kannst du dir froh sein, wenn du jedes Mal eine Koopa Shell bei einem dieser blöden Hammerbrüder dabei hast. So, da kommt der nächste. Ja gut, du hast es zumindest schon an ihm vorbeigeschafft. Wenn du jetzt aufpasst und dich nicht von dem Bullet-Blister treffen lässt, versuch einfach drüber zu springen über den Abgrund dann. Das gibt's doch einfach nicht! Du rutsch ab und schon ist es vorbei. Na, jetzt kommst du vielleicht zum Boss, das war's aber auch schon. Vielleicht hast du Glück und kommst so schnell hoch, dass du ihn packst. Mm-mm. Ohne Power-Ups unmöglich. Da hätte er nachdenken müssen. Hat er aber nicht. Mamo, denk doch einfach mal nach, bevor du irgendwas. Wenn wir jetzt sterben, ist scheißegal. Wir haben ja gespeichert vorher. Ja, trotzdem, es ärgert mich halt. Das ist wieder ja, natürlich, so, mich ärgert's auch. Das sind so wieder 6-7 Minuten bestimmt gewesen, die wir einfach nur in den Sand gesetzt haben, weil. Ist einfach unfair, ist ein Power-Up und so ziemlich am Anfang vom Level. Du hast nicht mal eine Chance am Ende, dass du noch was kriegst. Nö. Ja. Nö, Herr Mabo denkt sich nö. So, wo kommt der blöde Spasti? Ja, unmöglich. Wenn er ja weniger Hammer werfen würde. Die Hälfte der Hammer. Der Hämmer, besser gesagt. Kommen noch. Aber jetzt kommen halt die zwei, die sind halt jetzt ein bisschen beschissen zu bekommen. Ja, schon vorbei. Das ist doch blöd! Ach. Nö, du kommst nicht durch. Es ist so dumm. Ich habe noch 2 Versuche, das mache ich. Ich versuch's jetzt. Ich muss es jetzt versuchen. Nee, komm, ich muss es jetzt versuchen. Ich versteh's nicht. Es ist mir unverständlich, warum man das machen muss. So. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt gerade so am Flame bin. Aber wäre der Hack allem wirklich super bis zum geht nicht mehr gewesen, hätte mir dieses eine Level trotzdem den Spaß versaut. Ja. Und den Hack definitiv in der Wertung schlechter abschneiden lassen. In so einem Level muss in keinem Hack sein, der nicht Kaizo-mäßig aufgebaut ist. Das könntest du vergessen. Wobei. Scheiße. Wenn du den Bullet Bill mitgenommen hättest, dann vielleicht. Ja. Es geht ja nicht mehr darum, ihn zu töten. Es geht ja wirklich darum, einfach nur vorbeizukommen. So, jetzt kommt er wieder runter hier. Das ist doch nicht wahr. Das war's eigentlich schon. Wenn die Bullet Bills nicht wären. Nur ganz ehrlich, wäre das ein richtig angenehmes Level, wenn ich ehrlich bin. Ich komme eher mit den Bullet Bills klar als mit den Hammerbrüdern. Oh Gott, ey, dieses. Wenn ich auf eins von beiden verzichten könnte, würde ich eindeutig die Hammerbrüder nehmen. Und die weglassen. So, er kommt. Er ist schon unten. Ja. Wart, bis er einmal gesprungen ist. Na super. Ne, das war's. Kannst dich töten lassen. Nö, jetzt, ich bin da jetzt ehrgeizig. Auch wenn ich weiß, dass es aussichtslos ist. Vielleicht kriege ich diesen Lucky Punch jetzt noch hin. Ja, jetzt kommt schon der nächste gleich, ne? Mhm. Der steht allerdings wieder oben. Der kommt runter. Was? Bin hier wenigstens noch ein Power-Up. Hier waren, glaube ich, nur keine Pilze drin. Egal. Das gibt's doch nicht! Du Hufeisenwerfer! Oh Mann. Ja, manchmal muss ich mich echt unter Kontrolle halten. Ganz ehrlich, Leute? Lala. Ja? Das wird jetzt das zweite Mal, wo ich sage Safe States. Ja, ich versuch's jetzt halt noch einmal mit dem Leben. Wir versuchen es dann jeder noch einmal, sobald wir gestorben sind, falls du jetzt nichts schaffen solltest, durchrennen.
Jetzt. Dasch, nein! Ach, komm schon, du. Du darfst ihn gar nicht den ersten Hammer werfen lassen. Sobald er den ersten Hammer wirft, ist vorbei. Okay, Concentration. Du bist halt hier am Anfang schon ein Power-Up ein, ohne irgendwas machen zu können. Außer Glück zu haben. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Was, der kommt gleich runter? Das gibt's nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Doch... Okay. Okay. Mit diesem einen Power-Up könntest du es jetzt theoretisch schaffen. Da war ich froh, dass ich die Shell gerade dabei hatte. Na, pass auf, da kommt gleich wieder so irgendein Arschloch, Bullet Bill. Ich seh's doch schon kommen. Na, komm, hier. Gut, und jetzt Vorsicht, direkt schießen! Moment, Moment. Du kannst ihn auch außerhalb vom Bild treffen. Ach, shit. Ich habe ihn vorhin außerhalb vom Bild getroffen. Ich weiß, aber... Mir ging's halt auch darum, dass ich sehe, wann die... So, und jetzt hier nicht runterspringen. Warte, bis du zum anderen Abgrund springen kannst. Jetzt. Cooper? Nein. Das war's. Aus dem Nichts. Wie soll man das schaffen? Wenn ich mir noch eine Sache aussuchen könnte, die man hier weglassen könnte, dann wären es weder die Bullet Bills noch die Hammerwerfer. Es wäre das Scrolling. Das Scrolling macht es noch schlimmer. Ja. Das Scrolling, wenn das nicht da wäre, wäre es gut. In diesem Level vier Sachen, die dir den Tod bringen können. Scrolling, Hammerbrüder, Bullet Bills und wenn du die Power-Ups nicht hast. Ja. Denn sobald du ein Power-Up verlierst und als Kleiner ins Ziel kommst, ist es vorbei. Geht nicht mehr. Das stimmt. Und das sollte nicht sein, meiner Meinung nach. Es darf nicht sein, dass du einen Boss nicht schaffen kannst, weil du klein bist. Das stimmt. Da macht der Boss für mich keinen Sinn. Man kann ihn bestimmt schaffen. Das ist sicher es ja, irgendwie mit Lucky Punch irgendwie ganz glücklich hinspringen, dass ihn ganz glücklich zwischen zwei Hämmern erwischt. Aber das ist so undenkbar eigentlich. Das funktioniert in einem von 1000 Fällen, dass du diesen Hammer dort erwischt. Bin ich voll gegen das Mikrofon gekommen. So. Ja, wenn auf den Tisch hauen nicht funktioniert, dann muss man halt gegen das Mikrofon hauen. Sind ja nicht meine Ohren, die dabei kaputt gehen. Das ist nicht mehr der Hard Way of Life, Leute. Das ist der Extreme Way of Life. Das ist nicht mehr der Extreme Way of Life. Wenn du Glück hast, kriegst du den Bullet Bill. Fick dich einfach da unten, ey. Fick dich mit deinen Hämmern. Der ist so deplatziert. Schieb ihn dir einfach in den Arsch rein, weißt du? Wenn ich ihn jetzt dann, wenn du sterben solltest und ich schaff ihn nicht, dann lass mal's gut sein, dann machen wir's mit. Das ist so dumm. Ja komm, das war ja nicht mal der Hammerwerfer. Das war der Bullet Bill. Das gibt's nicht. Da habe ich mich schon so gefreut. Ich hätte einfach nur drüber laufen sollen. Nein, ich musste ihn natürlich noch ärgern. Bin ich selbst dran schuld gerade, ohne Scheiß. Da bin ich gerade echt selbst dran schuld. Mann! Es ärgert mich so extrem, dass wir hier überhaupt in Betracht ziehen, Safe States zu machen. Ja, das war's. Beeil dich, Ich hätte ihn gekriegt. Das Power-Up kam schon? Ja. Dann war's das. Der Tod, den habe ich jetzt auch gerne in Kauf genommen. Ich probiere es jetzt noch einmal danach, machen wir den Safe State. Ach, ich bin ja hier. Mal ganz ehrlich, ich habe keinen Bock hier noch 10 Parts an dem blöden Schiff zu hängen. Ich auch nicht. Der Part ist im Grunde genommen jetzt schon wieder vorbei. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Ich lasse ihn jetzt laufen. Ich lasse ihn jetzt laufen, bis dieses Schiff geschafft wurde. Wir haben gesagt, wir lassen ihn laufen, bis wir das Ding geschafft haben, den Boss. Ja, stimmt. Also, wir lassen ihn jetzt ganz durchlaufen. Und jetzt pass auf, jetzt haben wir dann das Schiff geschafft und haben immer noch dieses dumme Eislevel offen. Ja. Ich bin mittlerweile dafür, dass wir das gar nicht machen. Ganz ehrlich. Ich hab da keinen Nerv zu. Ich hab da absolut keinen Nerv dafür. Wenn, dann nur mit Safe States. Ja, absolut. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sag, einzelne Level ja, wenn sie uns aufregen, so wie dieses dumme Schiff hier. Es ist einfach so unfair. Okay.
Ich mache jetzt hier direkt am Anfang einen. Obwohl, du wolltest es erst nochmal so versuchen, ne? Ja. Achso, okay, dann mache ich keinen. Oh. Oh. Dann mache ich keinen. Okay. Dann erst wieder, wenn ich dran bin. Ich hätte es geschafft, wenn dieser Bulletbill nicht da gewesen wäre. Ja. Ja, und tschüss. Auch ja keine Cooper-Shell. Warum auch? Noch nicht. Das ist mir auch zum ersten Mal passiert. Ich glaube, das war bis jetzt der. Gut, Safe-State. Ich habe die Faxen dicke. Hol dir die. Schau mir die Power-Ups und dann mache ich den Safe-State. Jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den Scheißdreck. Bowser's Schloss wieder gerne, sehr gerne, ohne Safe-States, aber dieses Level nicht. Vor allem, weil ich Bowser's Schloss noch nicht mehr so schlimm in Erinnerung habe. Ich habe gar keine Erinnerung. So. Und nach Bowser's Schloss ist von mir aus dieser Hack beendet. Von mir aus auch. Das Eislevel ist für keinen Progress mehr zuständig. Wir sind zu weit dann durch. Und die Special World. Kannst du dich nicht einmal da unten festbacken? Okay. Okay, okay. Ich lasse den Safe State mal da, wo er ist. Ich lasse ihn jetzt erstmal da, wo er ist. Wir machen den erst am Anfang. Weitermachen wir erstmal nicht. Ach, schade. Gehen, gehen! Jetzt hab ich dich, du. Kleiner Hodenkuchen. Dann darfst du gar nicht warten. Bei dem kannst du sofort hingehen. Bei dem nächsten brauchen wir die Shell. So. Und jetzt pass auf. Da kommen wieder sehr fiese Bullet Bills. Gut, und jetzt das brauchen Problem wir an der die Shell. Sache ist, das Problem an der Sache ist, befinde ich mich im hinteren Drittel des Screens. Werde ich von hinten abgeschossen? Befinde ich mich im vorderen Drittel des Screens? Werde ich von vorne abgeschossen? Du willst mich doch verarschen, oder? Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Jetzt pass auf, jetzt brauchen wir den Safe gar nicht. Geh darauf! Und warten, bis du springen kannst. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommen wieder Koopas. Richtig. Jetzt! Moment, warte, bis er runterkommt. Ja. Wenn es jetzt schaffst. Nein! Komm. Schnell durch. Nichts! Alter! Nein! Komm, vielleicht schaffe ich es noch blinkend rein. Vielleicht schaffe ich es noch unsichtbar rein. Sorry, Leute, aber. Oh nein, das gibt's nicht! Das war dieser Scheißfuck. Mann! Ohne Spaß, ey. Es macht gerade echt keinen Spaß mehr, dieses Level. Dieses Level macht absolut kein. Wenn er nicht gesprungen wäre, hätte ich ihn gekriegt, ja. Mann, es ist doch zum Kotzen. Ich war schon oben, ich habe schon bei ihm gestanden. Der letzte Bullet.